Hi und willkommen bei DPSG Rheurdt erklärt. Heute die Stammesversammlung. Als erstes mal die Frage, warum seid ihr zur Stammesversammlung eingeladen? Die Stammesversammlung ist der Ort in eurem Stamm, an dem wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und da nicht nur eure Leiter und Leiterinnen entscheiden sollen, was euch betrifft, habt ihr die Möglichkeit, auf der Stammesversammlung mitzureden und vor allem mitzuentscheiden, was zum Beispiel bei euch im Stamm passieren soll. In eurer Gruppe habt ihr ja auch schon einmal das Programm mitbestimmt oder entschieden, was eure Gruppe am bunten Abend im Zeltlager macht. Ihr seid also schon richtige Experten beim Mitentscheiden. Wie bereitet ihr euch in eurer Gruppe am besten auf die Stammesversammlung vor? Ihr wählt 2 Personen aus eurem Trupp. Diese 2 Personen haben dann auf der Stammesversammlung ein Stimmrecht. Die anderen aus eurer Gruppe dürfen aber natürlich auch an der Stammesversammlung teilnehmen, aber nicht mit abstimmen. Darum ist es wichtig, dass ihr vorher gemeinsam in eurer Gruppe darüber sprecht, was auf der Tagesordnung, so nennt man die Liste über die Dinge, die geredet wird, steht. Sagt euch, was ihr davon haltet, was ihr gut und was ihr schlecht findet und sammelt Argumente für eure Meinung. Wenn jemand für den Stammesvorstand zur Wahl steht, überlegt euch, was ihr diese Person alles fragen möchtet. Welche Fähigkeiten muss diese Person haben? Und denkt darüber nach, was ihr von einem Stammesvorstand erwartet. So seid ihr gut auf die Stammesversammlung vorbereitet. Da fragt man sich, wer ist eigentlich auf einer Stammesversammlung alles dabei? Auf einer Stammesversammlung sind ziemlich viele Menschen. Die einen haben ein Stimmrecht, die anderen dürfen die Versammlung nur beraten, aber nicht abstimmen und der Rest darf zuschauen und mitdiskutieren, aber leider nicht mit abstimmen. Wer sind die Personen, die abstimmen dürfen? Zu denen, die abstimmen dürfen, gehören jeweils 2 Delegierte, also die, die ihr gewählt habt, aus der Wölflings, aus der Juffi, aus der Fadi und aus der Roverstufe. Dann der oder die Vorsitzende des Elternbeirats mit einem Stellvertreter. Jeweils ein Sprecher der Leiter der Wölflingsgruppen, der Juffi- und Fadi-Trupps und der Roverrunden. Und zu guter Letzt noch die beiden Stammesvorsitzenden und der Stammeskurat bzw. die Stammeskuratin. Diejenigen, die nur beraten, aber nicht abstimmen dürfen, sind alle anderen Leiter und Leiterinnen. Theoretisch auch beraten dürfen 2 Vertreter des Rechtsträgers des Stammes, ein Mitglied der Bezirksleitung, ein Vertreter des BDKJs und schließlich ein Vertreter des örtlichen RDP, Ring der Deutschen Pfadfinderverbände. Darüber hinaus haben alle Mitglieder des Stamms, also alle anderen Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder, Rover und Mitarbeiter das Recht, an der Stammesversammlung teilzunehmen. Jetzt schauen wir noch, was die Stammesversammlung so machen muss. Die Stammesversammlung hat folgende Aufgaben. Erstens, die Wahl der Mitglieder des Vorstandes. Zweitens, die Wahl des Kassenprüfers. Drittens, die Entgegennahme des Arbeitsberichts der Stammesleitung. Viertens, die Entgegennahme der Jahresrechnung und des Berichtes des Kassenprüfers. Fünftens, die Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes. Sechstens, die Beschlussfassung über Vorhaben und Aktionen des Stammes. Und siebtens, aber das wäre eine sehr, sehr traurige Aufgabe, die Beschlussfassung über die Auflösung des Stammes. Dieser Beschluss bedarf jedoch der Zustimmung des Bezirksvorstandes. Jetzt haben wir schon ganz oft Vorstand gehört. Was ist eigentlich ein Stammesvorstand und was muss dieser machen? Der Vorstand eines Stammes besteht aus 3 Personen, nämlich die beiden Vorstände und dem Kuraten. Die Personen werden auf 3 Jahre gewählt. Der Stammesvorstand leitet den Stamm und vertritt den Stamm nach außen, zum Beispiel gegenüber dem Gemeindepfarrer oder auf der Bezirksversammlung. Der Stammesvorstand legt auch fest, wer eure Leiter werden. Er kümmert sich um die Leiterrunde, so wie sich eure Leiter um euch kümmern. Der Stammesvorstand bildet eure Leiter aus und ist für die Kassenführung, also für das Geld des Stammes, verantwortlich. Und wer ist die Stammesleitung? In der Stammesleitung sind der Stammesvorstand, ein Kassierer, der für die Finanzen zuständig ist, der bzw. die Vertreterin des Elternbeirats und je ein Sprecher der Leiter der Wölflings, Juffis, Fadi-Trupps und der Roverrunden. Was ist ein Kassenprüfer? Das ist eine Person, die mit einer weiteren Person zusammen die Kasse, also das Konto des Stammes, überprüft. Sie berichten darüber, ob man sehen kann, wofür das Geld des Stammes ausgegeben wurde und wie viel Geld der Stamm im vergangenen Jahr bekommen hat. Was ist ein Arbeitsbericht und was ist die Jahresrechnung? Der Arbeitsbericht ist so ähnlich wie eine Hausaufgabenkontrolle. Dabei kontrolliert ihr, ob der Vorstand seine Aufgaben gemacht hat. Der Stammesvorstand berichtet, was er in dem vergangenen Jahr so alles gemacht hat und erklärt auch, warum er manche Dinge gemacht oder halt auch nicht gemacht hat. In der Jahresrechnung weist der Kassierer das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes, des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nach. Alle Stimmberechtigten hören dann, ob der Stamm Schulden hat oder ob es mit dem Geld ganz gut geht. Die Stammesversammlung beschließt die von Kassenprüfern geprüfte Jahresrechnung und entscheidet über die Entlastung des Vorstandes. Hä? Entlastung? Okay, erklären wir zu guter Letzt die Entlastung. Entlastung bedeutet, dass die stimmberechtigten Mitglieder der Stammesversammlung erklären, dass sie mit dem, was der Vorstand in dem letzten Jahr gemacht hat, einverstanden sind. Wenn sie das nicht gut finden, was gemacht wurde, oder halt auch was nicht gemacht wurde, dann stimmen sie gegen die Entlastung. Wenn der Vorstand entlastet wurde und über all eure Anliegen gesprochen wurde, dann war es eine erfolgreiche Stammesversammlung. Wir hoffen, ihr seid jetzt wirklich neugierig, was bei uns auf der Stammesversammlung so passiert und habt auch Lust, bei uns mitzubestimmen. Dann kommt zu unserer Stammesversammlung am 25. Januar 2020. Wir freuen uns, euch alle zu sehen und auf eine bunte, erfolgreiche Stammesversammlung.